Jo, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu My Big Sister. Ich glaube, es macht niemanden etwas aus, wenn ich da reinschaue. Hey, was ist das? Ein Taschenlampe an einem Schlüsselring? Wie praktisch. Na klasse, wir sind eingeschlossen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg nach draußen. Hier war die eine Olle da mit den langen Beinen. Das ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Das ist abgeschlossen, aber da ist etwas Glitzerndes drin. Ich doch nur einen Schlüssel hätte oder einen Dietrich. Okay. Das ist eine Sauna. In der Tür ist ein Notfallaggregat, um die Temperatur einzustellen. Ich muss jetzt nicht duschen. So schlecht rieche ich noch nicht. Okay. Inventar haben wir bis jetzt nur diese kleine Lampe. Da geht's wieder zurück zu unserer Schwester. Hey, hier drin sind keine Kinder erlaubt. Wusste ich's doch. Hier arbeiten tatsächlich Leute. Und ich bin am Verhungern. Hast du nicht gehört? Ich habe gesagt, dass hier drin keine Kinder erlaubt sind. Das habe ich schon. Aber ich habe es einfach ignoriert. Und wer bist du? Deshalb hasse ich Kinder. Ich heiße Nikuya, aber die Hexe. Danke. Ich dachte, du wärst ein Koch. Hat seit Ewigkeiten niemand mehr Essen gekocht, Kleine. Hier ist alles roh. Okay. Oh, wie Sushi? Nein, nicht wie Sushi. Weißt du, wovon Hexen sich ernähren? Ich glaube, Mama hat mir dazu mal was aus einem Buch vorgelesen. Lebkuchenhäuser? Weißt du, Kindchen, das ist echt nicht der richtige Ort für Kinder. Und du wirkst echt in Ordnung, aber pass einfach auf dich auf, während du hier bist. In Ordnung. Aber gibt es hier irgendwo etwas, was ich essen kann? Schau. Ich werde versuchen, dir einen Schokoriegel oder sowas zu besorgen, aber fass hier nichts an. Okay, in Ordnung. Ist der jetzt weg? Jungs, wo ist denn dein Gesicht? Ich hab keins. Warum nicht? Jeder sollte doch ein Gesicht haben. Kleine, ich halt nicht jeder, okay? Ich bin nicht mal menschlich. Was bist du denn dann? Du stellst zu viele Fragen. Wie wäre es mit einer weiteren Frage? Hast du zufällig ein großes, scharfes Messer, das ich haben kann? Kleines Mädchen mit einem großen, scharfen Messer? Das ist schon echt gruselig, selbst für mich. Und nein, wir können halt nicht alles haben, was wir uns wünschen. Nicht mal ich. Und was möchtest du denn haben? Ein Gesicht? Tatsächlich ja, aber das ist leider nicht so einfach.
Guck mal. Der Typ da drin, der braucht sein Gesicht nicht mehr. Kannst du den überziehen, so wie bei Leatherface. Ach, hier kann man lang, alles klar. Ein toter Fisch. Armer Kleiner. Wie wirst du deinen Freunden in die Pfanne? Vielleicht kann ich einen für dich finden. Samarsch, Wasserstopp. Jupp, das ist ein Waschbecken. Das ist ein kleines Loch in der Wand. Ich frage mich, was da drin ist. Hey, was ist das? Ja, ich habe jetzt die Taschenlampe. Eine rote Scherbe und einen toten Fisch. Ja, das hatten wir schon. Irgendwas. Hey, Nudeln. Ich wusste doch, dass es hier irgendwo was zu essen geben muss. Wobei, ich glaube nicht, dass Kakerlaken eigentlich zum Rezept gehören, aber Essstäbchen könnten sich jetzt nützlich erweisen. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Gespeichert. Ich dachte vielleicht, dass ich mit den Essstäbchen irgendwas rausfriemeln kann oder was? Ich bin da echt kein Plan mehr. Obwohl wir ja schon ein paar neue Items gekriegt haben jetzt. Dann müssen wir versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Dass man nicht schneller laufen kann. Irgendwie. Da fehlen Fliesen, wenn eigentlich die Augen sein sollten. Ah, alles klar. Ein rotes habe ich schon mal gefunden. Das heißt, wir müssen... Jetzt weiß ich wahrscheinlich, wie es weitergeht. Also ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Genau das da. Das kann ich ja nicht benutzen.
Spinnenlilie, eine wunderschöne aussehende Blume, die hat aber eine grauenhafte Bedeutung. Okay. Muss ich erst wirklich jeden einzelnen Zentimeter absuchen. Das ist das da. Was war das denn? Das komm, dieses Bild sieht anders aus als die anderen. Und diese Wand ist aus Papier. Den Fisch da rein tun. Nein. Müssen wir nicht. Ich bezweifle, dass wir hier irgendwas finden. Ich gehe trotzdem lieber nochmal so jeden Zentimeter ab hier. Solche Spiele, die erinnern mich voll an meine Kindheit, ey. Super Nintendo und sowas. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da in dem Baum, da hängt jemand. Ist das bei den anderen? Bei dem sieht es einfach aus, als hätte die so riesengroße Arme. Bis zu der Tür da hinten. Hier liegen wir auch nochmal alles ab. Kann die Duschen für irgendwas benutzen. Das kann man mit Wasser in Verbindung bringen. Eigentlich nur den Fisch und die Blume. Weil Blumen brauchen Wasser. Fisch lebt im Wasser, aber beides bringt irgendwie nichts. Okay. Ehrlich gesagt, gerade so ein kleines bisschen überfragt, ne? Habe ich die Spiele wirklich, ich bin mal ganz ehrlich, also wirklich gehasst aufgrund dessen, weil man alles absuchen muss, aber auch geliebt, weil man konnte so viel Neues entdecken, alles mögliche. Stäbchen kann man da auch nicht gebrauchen. Das kann ich hier nicht benutzen. Ich dachte, mit der Taschenlampe kann ich vielleicht. Das Stäbchen kann ich da auch nicht rein, alles klar. Okay, wir haben jetzt alles hier abgesucht, ne?
30 cm. Hey Zombie. Was, Lucia? Kann ich einen von deinen Haarnadeln? Oh Gott! Wofür? Mein Pony hängt mir ins Gesicht. Du hast doch gar keinen Pony, Lucia. Mein Pony auf der Hinterseite, Dovi. Na egal, hier, nimm einfach und lass mich eine Weile da allein. Jetzt müssen wir wieder da in diesen einen... Hier war das mit der... Ja. Aus. Also wir konnten jetzt mit der Haarnadel konnten wir das öffnen, sie ist abgebrochen und sie hat da drin eine Maske gefunden. Was ist eine Maske? Unter anderem auch ein anderes Gesicht, genau. Wer wollte ein Gesicht haben? Genau, der Koch. Oder ich weiß nicht, was es sein sollte. Der Typ in der Küche, sagen wir es so. Hey, Herr Schlechter, ich habe ein Geschenk für dich. Hm? Ich habe dir ein Gesicht gefunden. Aber wie? Du hast doch nicht jemandem das Gesicht abgeschnitten. Tada! Oh, das ist eine Maske. Also, was hältst du davon? Sieht gar nicht mal schlecht aus. Danke, Kleiner. Also, kann ich jetzt das Messer haben? Tja, warum eigentlich nicht? Aber geh damit verantwortlich um. Du möchtest damit doch keinen Menschen ausnehmen oder so. Alles klar, jetzt haben wir ein Messer. Ich weiß nur nicht wofür. Ah, die Wand da hinten. Lieber nochmal kurz. Mit dem Messer können wir da hinten diese Papierwand öffnen. Ich meine, aber wenn es Papier war, hätte man eigentlich auch durchschlagen können, aber... Naja. Es tut mir jetzt echt leid, Wand, aber das ist auch zu deinem eigenen Wohl. Dam, dam, dam. Ah, das sieht hier drin echt gruselig aus. Igitt. Und echt gruselig. Hast du etwas gesagt, meine Liebe? Nein. Das Ding lebt? Wie hast du mich genannt, meine Liebe? Nichts. Ding ist nicht mein Name. Ich bin die Lady an der Wand. Und wen habe ich hier vor mir? Was? Dein Name, meine Liebe. Oh, Lucia. Das ist ein merkwürdiger Name für ein junges Mädchen. Meine Mama sagte, dass das ein strahlender Name ist. So ein strahlender? Sagt Lucia, warum bist du hier? Ich und meine große Schwester wurden von irgend so einer Hexe entführt. Deine große Schwester? Und wie heißt sie, meine Liebe? Sie heißt Sombria. Hahaha. Ich kapier's, wie witzig. Licht und Dunkelheit. Sag mir, meine Liebe, hat dir die Hexe ein Angebot gemacht? Nein, mir nicht. Aber Sombria schon. Das klingt, als hätte deine Schwester ganz schön Ärger.
Ach, das glaube ich nicht. Wir warten nur noch darauf, dass uns jemand nach Hause bringt. Lucia, sie wird euch nicht gehen lassen, bis sie hat, was sie will. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Okay, wie das? Wie wär's mit einem Deal? Du bringst mir etwas, was ich will, und ich sage dir, wie ihr hier rauskommt. Okay, das klingt fair. Aber wenn du mir etwas bringst, das ich nicht will, dann werde ich dich fressen. What the fuck? Klingt das gut? Nein? Mein Liebe, ich glaube, dir bleibt nichts anderes mehr übrig. Und jetzt geh, bring mir etwas in Richtung Nützlichkeit. Speichere jetzt kurz. Und dann Essstäbchen sind eigentlich nützlich, um damit zu essen. Gut, man könnte es auch mit den Händen machen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Taschenlampe brauche ich selber. Der Fisch ist nicht besonders gut. Er hat schon einen, der hat schon einen Nutzen. Man könnte damit jemanden ernähren. Obwohl, es ist ein kleiner Fisch. Das ist das Richtige. Oh, Glückwunsch, Lucia. Du hast mir gebracht, was ich wollte. Jetzt werde ich dir helfen. Um diesem Ort zu entkommen, musst du den Geheimweg der Hexe finden. Du kannst diesen Weg an der Rückseite im Baderaum. Nimm diese Fliese. Sie ist einer der Schlüssel zu deiner Flucht. Und jetzt geh. Ich werde langsam hungrig. Nice. Habe ich es nicht gesagt? Essstäbchen sind nützlich. Aber auch das einzige Nützliche, was mit. Gut, die Taschenlampe. Die Taschenlampe war auch nützlich. Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Die Taschenlampe war auch nützlich. Ja, schon. Aber die baue ich ja schließlich selber. Hier war das, oder? Ist jetzt. Nice. Ach, da hat jemand hingepinkelt. Lucia, es ist schön, dass du zu uns gekommen bist. Okay. Halt, stopp. Es ist Obst im Haus. Lass sie. Nee, war Spaß, lass sie gehen. Lucia, lauf einfach raus hier. Hör auf, deine Schwester, Lucia. Vielleicht schaffst du es dann gerade noch so lebendig hier raus. Ich werde nicht ohne meine Schwester gehen. Lucia, ich liebe deinen Mut einfach. Aber mal im Ernst, was wollen sie schon machen? Etwas, was dir nicht gefallen wird. Vielleicht sowas wie das hier? Oh, Sombria? Ups, tut mir leid, Lucia. Aber sie gehört jetzt mir. Was hast du Sombria angetan? Sie verwandelt sich. Ich werde ihren Körper für mich behalten und sie hier lassen. Mit den anderen. Verwandle sie zurück. Es tut mir leid, Lucia, aber die Verwandlung ist bleibend. Sie ist nicht länger deine Schwester. What the fuck? Da liegst du falsch. Lucia, beeil dich. Wir können hier durchfliegen. Durch was?
Wäsche. Okay. Was passiert mit mir? Was bin ich geworden? Zombie? Was hat sie dir angetan? Du siehst anders aus. Ich weiß, Lucia. Ja, ich weiß. Es tut mir leid, ich wollte nicht. Sag grad einfach mal gar nichts, Lucia. Lass mich einfach einen Moment allein. Aber du willst immer alleine sein. Naja, ich kann eben nicht alleine sein, wenn du gerade da bist. Warum passiert so etwas immer mir? Was habe ich getan, um so etwas zu verdienen? So ein Metallkabel im Wasser schwimmen. Könnte ich raushalten, wenn ich da nur eine Angel hätte. Okay. Das Holz hier benutzen, um eine Brücke zu bauen. Sieht aber irgendwie ganz schön alt aus. Ich muss einfach darauf hoffen, dass es nicht kaputt geht. Hey, da ist etwas Glänzendes drin. Ich würde da garantiert nicht meine Hände reinstecken. Ich muss einen anderen Weg finden, da irgendwie ranzukommen. Da drin etwas schimmern sehen, aber ich werde meine Hand garantiert nicht reinstecken. Doch etwas Langes, um da dran zu kommen. Ich will nicht benutzen, alles klar. Ich hoffe, dass das so hält. Ich will nicht schon wieder nass werden. Alles klar. Muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich kümmere mich schon darum, Zombie. Das verspreche ich. Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Soll ich nicht spielen, sobald ihr einen Speicherpunkt sieht? Ist es eigentlich besser, wenn man wirklich speichert? Was macht denn dieses Ding hier? Ein Wasserstandsanzeiger? Hier scheint der Strom zu fehlen. Hey, super. Was für ein cooler Magnet. Oh, ein Magnet. Okay, 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 okay. Hoffentlich ist das glänzende Ding da unten aus Metall. Oh, das hat funktioniert. Das ist ein Metallrohr. Vielleicht wird das irgendwann nochmal nützlich sein. Okay, alles klar. Das kann ich hier nicht benutzen. Dann nehmen wir das Metallrohr. Das erspart mir meine Hand zu benutzen. Was ist das? Eine Angelschnur? Was für einen Fisch fängt man denn da unten? Okay, dann bastel ich eben eine Angel. Ah, jetzt aus der Schnur, dem Rohr und dem Magneten eine Angelrute gebaut. Geil. Das hätte ich eigentlich auch machen wollen, nur ich wusste halt nicht, wie ich... Item gefunden, Angelschnur und Stromkabel. Nice. Stromkabel brauchen wir sich ja hier. Okay, Strom an. Was ist das für ein Geräusch? Speichern wir mal nochmal kurz.
gespeichert. Jetzt kann man hier runter. Nice. Ach, da bist du also, Herr Torschlüssel. Nichts wie raus hier. Der will hier raus sein, ich muss den Schlüssel finden, bla bla bla. Zombie, ich habe den Schlüssel zum Tor gefunden. Wir können hier endlich raus. Zombie? Geh einfach, Lucia. Und lass mich hier zurück. Aber wusste ich bloß, dass du so etwas sagen würdest. Hm? Schau mal, Zombie. Ich weiß nicht, was diese Hexenlady dir angetan hat. Aber wir könnten doch nicht einfach aufgeben. Es wird doch wohl irgendeinen Weg geben, dich zurückzuverwandeln. Da bin ich mir nicht so sicher, Lucia. Aber wenn du es gar nicht erst versuchst, wirst du es niemals herausfinden, Zombie. Tja, okay. Aber die Hexe ist tot. Wie sollen wir mich denn zurückverwandeln? Ich weiß es nicht. Das werden wir nicht wissen, bis wir es ausprobiert haben, Zombie. Okay, und danke, Lucia. Ich weiß, dass ich das viel zu selten sage. Schon okay, Zombie. Auf geht's. What the fuck? Okay. Lass uns jemanden suchen, der dir helfen kann. Lucia? Ja, ich weiß nicht, was so gut wäre, wenn mich jemand so sieht. Siehst gut aus, Zombie. Ich weiß nicht so recht, Lucia. Okay, na gut. Dann bleibst du hier und ich suche nach jemandem, der dir helfen kann. Holy moly, Alter, das ist aber großes Gebiet hier. Hier kann man nicht rein. Entschuldigung. Ist hier jemand drin, der meiner Schwester helfen kann? Tut mir leid, aber ich bin hier echt beschäftigt mit diesem ganzen Durcheinander. Sind deine Eltern zu Hause? Vielleicht kann ich sie fragen. Eltern? Was ist das? Du willst mich doch wohl veräppeln. Du weißt nicht, was Eltern sind? Nein, tut mir leid. Vielleicht hast du mehr Glück, wenn du jemanden anders fragst. Okay. Das ist einfach nur so ein Durchgang hier, alles klar. Na klasse. Es ist abgeschlossen. Vielleicht hat hier jemand einen Schlüssel. Fahr mal den einfach. Das riecht echt gut. Wie viel kostet eine Schale Nudeln? Eine Schale kostet 3 Dollar. Was? Hast du welche? Ich wünschte, ich hätte Geld. Ich habe solchen Hunger. Es tut mir leid, kleine Dame. Aber ohne Knete keine Nudeln. Wie nennst du hier Kleine? Du siehst aus, als wärst du erst 8. Mann, das sind alles
alles so Kinder und so irgendwas. Das sind wahrscheinlich so Kinder, die Hexe entführt hat. Nehme ich jetzt einfach mal an. Äpfel. Ein Schild. Ein Apfel am Tag hält die Hexe ab. Klasse. Also nur einer. Ah, ich habe immer noch Hunger. Ein Schlüssel. Apfel. Hat die nicht eben was von dem Schild gesagt? Entschuldigung. Ist hier jemand drin, der meiner Schwester helfen kann? Was ist denn los mit deiner Schwester? Ich glaube, sie ist krank. Oh nein, das ist gar nicht gut. Welche Krankheit hat sie denn? Das weiß ich nicht. Irgendetwas, was einen ganz weiß werden lässt. Mit richtig langen Armen. Das klingt für mich eher nach einem Fluch. Ein Fluch? Ja, genau. Ihr habt nicht zufällig vorhin eine Hexe getroffen, oder? Vielleicht. Schau, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne wen, der es vielleicht kann. Du musst die Nudelverkäuferin finden. Die Nudelverkäuferin? Ja. Sie kennt sich mit Flüchen und sowas echt gut aus. Wo finde ich sie denn? Sie ist meistens am Waschautomaten und wäscht ihre Unterwäsche. Ja, gibt es einen Waschautomaten? Ich sollte meine Unterwäsche auch unbedingt mal waschen. Nicht böse gemeint, aber du riechst, als solltest du nicht nur deine Unterwäsche mal wieder... Das kommt wahrscheinlich davon, weil du immer... mit Müll rumhängst. Ist ja nicht so, als wäre ich im Abwasser geschwommen oder so. Magst du den Ort hier? Ich lebe hier. Okay, ich muss jetzt langsam mal wieder los. Du musst die Nudelverkäuferin finden. Ja, ich hab's mal erst verstanden. Ich kann deiner Schwester helfen. Wahrscheinlich die Nudelverkäuferin. Vielleicht kriege ich von der auch einen Schlüssel oder sowas. Ja, auf jeden Fall nice. Ja, gut, dann wollte ich mal sagen. Was ist denn erstmal für heute mit My Big Sister? Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr direkt Bescheid wisst, wenn ich was Neues hochlade. Haut da rein.